Was ist das für ein Bild? Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ich weiß nicht, ob der Sound diesmal ein bisschen besser ist, diesmal habe ich ein Mikro dazwischen hängen. Muss ich direkt, ich weiß, wo genau der Mikroeingang ist, aber egal. Wir bewegen uns halt mal nicht im Wald, wir bewegen uns halt mal auf der Straße. Und steuern direkt sogar auf den Raid zu. Oder was sagst du dazu? Na ja, mach mal. Will Bockstimmung oder was? Ich wird schon wieder gegrillt. Kannst du nicht heute klar halten? Nee. Ich hab's geschafft, gerade zu überspielen und du sagst. Ist doch gemein mit dir. Ja, was verlangst du? Tolles Wetter, schön warm. Da ist doch noch einen schönen Grill anzuwerfen, oder? Hallo. Aber das Ding hier mit hier, sag hallo YouTube, ne? Hab's schon mal geschafft. War im Urlaub, weißt du? Ich bin Handy so durchgefilmt so und irgendwann war da eine ganze Truppe von irgendwelchen Leuten und ich sag, sag mal hallo YouTube und die blicken alle hallo YouTube. War das Gag, weißt du? Oh, ich hab nur 92%, weißt du das? Der Akku hat auch irgendwie Klatsch. Naja, egal. Ist mir egal, ich sag bloß nein. Weißt du, was ich doof finde bei den Aufnahmeprogrammen hier? Ich sehe nicht, wie wir hier schon aufgenommen haben. Voll ins Weg. Egal. So. Dies ist natürlich schon ein bisschen übel langweilig. Wenn man die ganze Zeit nur rennen tut. Aber das ist halt Pokémon Go. Ja, hier passiert gerade nichts. Das ist bei uns immer so. Ja, ja, hier ist so die Stelle, wo gerade überhaupt nichts passiert. Das geht erst ein bisschen weiter unten. Richtig ab. Und meistens im Wald. Das sind so die Punkte unten in der Stadt und direkt im Wald. Da geht richtig die Party los bei uns. Nächsten Monat in Leipzig. Genau, ja stimmt. Nächsten Monat gibt's Pokémon Go Folgen aus Leipzig. Da ist dann wahrscheinlich ein bisschen mehr los. Ja. Lass uns doch einfach nur mal nach Freitag gehen. Nächstes Wochenende zum Beispiel. Ja, du weißt, was mitten in der Stadt los ist. Stimmt, Pokéstop an Pokéstop und Arena an Arena. Und tausende Pokémon dazwischen. So, oh, stimmt. Oh. Am nächsten Wochenende haben wir nicht viel Zeit zu öffnen, ne? Dann muss man das Gelände. Ja. Ich werde das wahrscheinlich dann immer von Laden zu Laden, werde ich die Aufnahme zwischendrin starten. Und werde das dann später zusammenschneiden, so ein großes Teil. Wenn ich schaffe. Wenn nicht, dann halt nicht, ne? Das Einzige, was mich verstört, erstens ist die Sonne und zweitens die Straßengeräusche. Habe ich bestimmt nicht der Einzige. Nein, die bin ganz okay. Ist das so? Nein, das ist Wahnsinn. Ja, mach ich doch. Schreib das so schön. Weißt du, sehe ich mir noch wieder ändern. Hier stinkt's wie Sau und es sind nicht meine Socken. Soll ich jetzt mit Aufnahme da reingehen? Ja, ich bin falsch. Ja, ja, ja. Ich brauche doch nicht mit den Zuschauern sprechen im Moment. Das reicht doch, wenn ich einfach laufen lasse, oder?
Ach ja. Dann bitte nicht wundern, wenn ich jetzt gerade kurz auf die Gleise bin. Oder was anderes. So. Komm, mach bitte, wie gesagt. So, und dann kommen wir wieder zurück. Sei die Ader beim Döner fritzen. Aber egal. Was? Setze eine sehr starke Ladeattacke in einen Kampf ein. Ich bin schon wieder neben hin, oder? Ich hab auch Feuer. Warum hast du mir das denn gegeben? Weil ich zu spät festgestellt habe, dass ich in der Jagd in der Hosentasche auch noch eine habe. Das habe ich erst, wo ich durch die WSK festgestellt. Oh Gott, jetzt gibt's los. Hier ist ein neues. Oh ja, ich habe ein neues. Oh Gott. Ja, yeah, scheiße, ne? Ja, wir gehen meine guten Bälle langsam zugrunde. Hä? Der ging mal glatt durch das Vieh durch. Ja, komisch, ne? Weiß, ich habe den stärksten Ball und der stärksten Himbeer drauf gehauen. Das wird einfach nur. Schmeckt's? Klappt ja. Die Scheiße hat aber auch gleich mal 1728 EP, ne? Die hat jetzt 528. Hm. Ich bin ein Level höher. Das macht sich bemerkbar. Kannst du mal versuchen? Ja, ich versuch's mal. Ja, was ist los? Gib mir das Handy aus der Hand, habe ich gleich gefangen. Was für ein Spaß! Thank you. Ich brauche 404 solche Dinge, um den Bau zu haben. Oh Gott. Ja, okay. Kann das sein. Das Vieh ist in der Arena schon ausgebrochen, wa? Ja. Ist egal jetzt. Jo. Sag's nur. Da wird die Zuschauer schocken, wenn wir da reingehen, ne? Wie schnell wir die Vieh blattern. Ach, ist doch bloß ein Einfach. Also das ist doch 0,50. Oder? Oh, ich hab von einem meiner Freunde. Der Freitag hat mir schon geschickt. Bitte mal leid. Ich hab dir auch ein Geschenk geschickt. Ja, das hab ich schon geöffnet, hab ich schon gesagt. Was rauskam. Nee. Nee. Ja. Hast du nicht? Doch. Nee. Doch. Nein. Doch. Nein. Zwei Bälle und einen Trank. Hast du nicht gesagt. Da doch oben an der Post. Nee, nee. Ja doch. Wollen wir es in Aufnahme überprüfen? Ah nee, da hab ich noch nicht aufgenommen, scheiße. Entwickle ein Pokémon, okay. Ist ja wohl leicht gemacht. Joa, das machen wir später. Was schon? Moment, bleib drinne, ich hab nicht mehr so viel. Ja, sorry, ich kann dir keine schicken. Ich würde so gerne Bälle schicken, wenn das geht. Und du wirst mir gerne Beleber schicken. Geht auch nicht, scheiße. Ja, klar doch. Typ Elektrowasser oder Feuer? Jo. Irgendwie geht ja echt zum Sonntag mal ein bisschen der Punk ab, wa? Schön, ja. Der Eisdealer hat immer noch nicht offen. Nee, die wird den Klopf nicht mehr aufmachen. Nee, wieder? Sieht nicht so aus. Schade eigentlich. Die Arena ist blau und wir können sie nicht einnehmen. Das ist ja scheiße. Na, gucken wir mal, was mit einem Freund da geschickt hat. Ach nee. Der hat mir keins geschickt, der hat's geöffnet.
und schickt mir keinen zurück. Ist doch nett, oder? So voll mit Pokémons. Ich finde keins, wo ich entwickeln kann. Ja, das will was heißen. Guck mal, wenn ich so viele Viecher, die ich noch beleben musste, heilen. Und wir gehen ein bisschen die Getränke zugrunde. Behalte deine Viecher bei dir. Ich? Wieso ich? Die kommen nicht von mir. Great Pass hab ich, das ist gut. Ich hab auch sechs Geschenke, ist auch gut. Weil hab schon noch das Posto. Heute. Ja, ich bin was. Stimmt, kann schon mal eine Runde mitmachen. Pokémon. Ja, stimmt, Nummer ist am besten. Sortiert. Was? Typ Wasserfeuer. Und was noch? Elektro. Elektro. Ich kann eine Paras entwickeln, ist doch Wasser, ne? Nee, Käfer und Pflanze, na super. Von Emily. Cool. Das kann ich nicht entwickeln? Scheiße. Und nicht entwickeln. Auch wenn ich mich bemühe. Kann ich halt auch nicht entwickeln. Und nicht entwickeln. Ja, wie ich heute nicht mal was haben wir da für mir noch brauchen. Wow, der Makabator, ne? Ich habe 384 Bonbons von 400. Mhm. Das geht dann nicht runter. Feuer-Pokémon. Ich hab keins. Ich hab ernsthaft keins, was ich entwickeln kann. Welche Pokémon muss ich entwickeln? Feuer, Wasser oder Elektro? Hast du ein Pikachu, was du entwickeln kannst? Hab ich erst vor kurzem. Nö. Zeig mal her. Zeig ich mal her. Geht nicht. Geht noch nicht. Was bist du? Bist auf jeden Fall Wasser, aber geht nicht. Das hab ich gesehen. Das geht. Das ist Feuer. Ja, dann haben hast du auch noch nicht. Haben wir drauf. Oh, meine zweite Folge und ich entwickle schon ein Pokémon. Hm? Meine zweite Folge und ich entwickle schon ein Pokémon. Ja, du hast nicht von Anfang an gemacht. Ja, ja. Fällt vielleicht auch mal nochmal. Das ist langweilig am Anfang. Ja. Das ist ewig so rumgetaue und mehr und Getue und Gelasse und Belohnung mal später. Gibt's eine Evolution? Oh, ich hab wieder Geschenke gekriegt. Wieder? Ja, da kann ich noch das Evoli fangen in der Zeit. Evoli brauche ich noch, mir fehlt nämlich noch eins.
Also eins dieser drei, fünf Entwicklungen fehlt mir. Noch, was ist los? Hm? Was denn? Schluss, du. Sollen wir sonst den Raid nicht wegschnappen? Ist alles gut. Ist mir auch egal. Was soll er machen? Was soll er machen? Ja, ich habe eine Idee, wir gehen dann mal da hinten. Guck mal. Haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Na klar. Wir haben es gerade mal um 8 Uhr. Okay. Wir wollen den Schatten hier rüber, wenn es klappt. Guck mal. Mir auch Boogie. Ich bin soweit schon, dass ich starten kann. Ja. Ich bin aber allein. Ja, ich komme. Achso. Ich bin mit meinem stärksten Team ausgestattet. Mhm. Hm? 2386. Das ist besser als so mit dem Viech. Kam so raus. Mhm. Da hast du Glück gehabt. Wie viel Power habe ich in mein blödes Viech noch reingesteckt? Das ist schon nicht normal. Du hast irgendwie, die Seiten verkehrt. Bei dir kommen so Flammen hoch. Bei dir ist es bei mir. Hm. Komisch. Wir müssen das wirklich so machen, dass die Bilder nebeneinander liegen. Mal schauen. Lohnt sich die Folge gewesen, zweimal anzugucken. Ja, einmal um mich zu verstehen und einmal um dich zu verstehen. Zweimal. Oder schalte die Folge zweimal hoch. Einmal aus deiner Sicht, einmal aus meiner Sicht. Ja, stimmt. Ich habe ja beim Fang jetzt gar nicht die Kamera angehabt. Wollte ich eigentlich machen. Na, dann mach ich bei den nächsten. Gucken wir uns. Mal hoffen, dass in bald da was kommt, ne? Mal gucken, vielleicht mache ich morgen, wenn ich auf den Bus warten muss, auch mal ein bisschen ein paar Aufnahmen. Na, Tipp, der Putzi, was machst du hier? Oh Gott, das geht doch schon. Hör mal auf Anzeigen, ich will mal kurz in das neue Pokémon reinschmeißen. Ich will mal die Superattacke machen, wenn ich so eigentlich. Ah. Damit war es auch gut. Ich will so testen. Ohne Scheiß. Cool, ich habe wieder ein paar Gold, ich habe wieder ein paar Leber, ich habe wieder Starstaub, ich habe ein paar XPs gefangen. Cool, gesammelt. Ja. Ist das Raid vorbei? Ist das schon wieder das Bonus Herausforderung? Na klar. Ja, das ist was Viech. 800 BP, du wirst mich freuen. Ein großartiger Wurf. Hm. Schön. Ich weiß nicht, warum ich es kann. Trotzdem ist mir das Vieh ausgebrochen.
Ja, und rutscht mir noch zur Seite. Einfach fabelhaft. Ich leider nicht. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Ich treff's nicht mehr. Jetzt. Das ist ja lächerlich. Genau oben auf dem Deckel. Wieso? Solange wie ich das mit der Umgebung nicht verrate, ist sozusagen wo wir direkt. Oh Gott, was ist denn los? Oh Scheiße. Rot, warte, tot. Verwirrt ein wenig. Hau ich noch daneben. Ich drehe trotzdem. Hab ich auch schon. Hat mal gute Sachen bekommen. Dann in einer Arena, das hat ja nicht erzählt. Naja. Hebst du auf. Wenn wir den nächsten Tag auch noch mal schaffen. Ich bin soweit fertig. Wo ist eigentlich mit meinem Arzt lang? Ich wollte hier lang. Achso. Kommt das gleich hier raus. Das stelle ich mir einfach mal die Frage, ne? Das ist ja eigentlich hier Privatgrundstück, ne? Warum fährt der Weg bis da rein? Komisch. Also Pokémon Go kann man sich nicht ganz verlassen. Aber ich... Da geht der ganze Weg hoch, obwohl... Ach, der Scheune von meiner Mutter schon privat. Ja. Hätte ich verlassen, halt der Pokémon. Das willst du da machen. Wir haben so ein paar kleine Special Tricks auf Lager bei Pokémon Go. Wollen wir die verraten? Zum Beispiel, wenn die Arena auf einem eigenen Pokémon belagert ist und man von der anderen rauskriegt, dann wird er reinkommen. Ach, oh, das sind die Pinfix. Ja. Ich denke mal, so blöd wird jeder sein. Denke ich auch mal, aber egal. Zum Beispiel, man kann maximal im Monat in der Arena bleiben. Ich habe es aber rausgefunden, dass es trotzdem nur bei 50 Bonbons bleibt. Die 50 Bonbons werden schon nach 24 Stunden ausgezahlt. In der Arena. Also gebe ich persönlich den Tipp, wenn ihr die Möglichkeit habt, kickt euch nach 24 Stunden raus, zum Beispiel mit der blauen oder roten, kommt doch an, was ihr für Farben seid. Wir haben zum Beispiel noch ein paar blaue Accounts, die auch ziemlich hoch sind und da kicken wir uns dann immer raus. Das ist unser kleiner Special Trick, den wir so haben. So, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen dann hin beim Arzt runter. Oder wir gehen einen etwas längeren Weg. Gehen wir geradeaus.
Warte schon. Gute Arme. Mal gucken, ob das auch noch so stimmt. Wieso? Weil nicht immer alles aktuell ist. Ja, aber der Akrambelfaser muss Rest nicht langlaufen. Ist das? Ja. Da, wo man hinter dem Arzt runterkam, das ist der. Nur noch direkt zum Arzt. Da kommst du da raus, wie Mutti Schaukel ist. Oh, schade. Wie ist das hier im Weizenfeld? Oder irgendwas anderes. Aber zumindest kein. Das ist gleich nochmal. Was war das letzte Jahr? Mais. Maiskolben ist gebissen werden. Schade eigentlich. Das ist aber Futtermais, also das ist auch nicht so gut. Aber Mais ist Mais am Ende. Mag ja sein, also das ist Futtermais für die Küche. Schade. Oh, hier ist ein Kastanienbaum. Ja, schön drin. Den können wir uns mal merken. Vater markiert. Ja, von wegen. So, schade, dass ich hier nicht die Möglichkeit habe, auf Anhieb im Spiel auf Kamera zu wechseln. Das ist so eine geile Aussicht gerade. Da würde so manch einer neidisch werden. Oder? Hm. Ja, für uns ist es Alltag. Aber mach mal ein Bild und schick das mal Philipp. Mach du mal, ich kann doch gar nicht wechseln. Wie sage ich für Philipp zum Beispiel? Einer meiner treuesten Zuschauer, der geht feste, wenn ich ihm immer Bilder schicke von der Umgebung. Wenn es zu hell oder zu dunkel ist, musst du das aufs Bildschirm klicken. So? Kann man machen. Wenn du dich natürlich hinstellst, wenn du dich hier so hinstellst und so fotografierst, dass du die kompletten Hügel drauf bis dahin da, schickst du die beiden Bilder. So, ja? Ein bisschen weiter in die Richtung. So, okay. Also, sie kommt aufs Gleiche hinaus. Du siehst aber noch ein bisschen mehr von da drüben. Die beiden Bilder schickst du. Weiß ich nicht. Was ist das? Ja, du sollst noch schön. Alter, Alter, ne, dann gehen wir weiter aus, sonst wird es ein bisschen zu langweilig. Ja, deine hat er gespeichert. Deine Nummer, die hat er sich auf der SIM-Karte gespeichert und meins hat er auf sein alten Handy gespeichert. Da wusste der nicht, wer ich war. Der Vollidiot. Es wird auch bald die Möglichkeit geben, wenn ich es schaffe, dass man zum Beispiel während der Aufnahme, die ich hier gerade mache zum Bleistift, können Zuschauer mit mir über Discord mit mir quatschen, wenn sie es möchten. Egal, ob ich nur mit dem Handy unterwegs bin, in der Natur. Guck mal da unten, ja? Siehst du, dass das Orange, das lila Gras, ja. Sieht irgendwie voll cool aus. Komisch, ne? Zumindest ein Lernen. Ja, mach mal an. Mach mal Memo. Ich sag mal so, mit der Bank hast du dich gerade ein bisschen verfehlt. Das ist nur rein, so weil ich gerade mal beim Pokémon Go fangen sind wir vorbeigerannt. In der Stadt unten. Ja. Muss ich überlegen, wir sind in der Bergstadt, links und rechts nur Berge. Aber egal. Ja. Gibst du dann Bescheid? Ich denke mal, heute Abend wird noch was gehen, oder? Ja. Also bist du noch drin im WhatsApp? Ich bin ja kurz ein Moment. Nochmal? Ja, noch was anderes. Hier, Philipp, tu es mal bitte so, lass mir Sprachmemo zu schicken. Ich kann sie eh nicht an irgendwann der Aufnahme. Also schreib entweder hier oder schreib mir via normale Nachricht, da kann ich wissen zurückantworten. Gut.
mal, das kommt nämlich nie mit auf den Dach. Also das immer viel, das bleibt draußen. Weißt du? Mhm. Wenn ich da antworte, ist das nicht weiter schlimm. Ja, jetzt hast du diese Vorteile, ich habe so viel Speicher, da kann ich meine ganzen Folgen aufs Handy knallen und alle so nachts hochladen lassen. Echt gar nicht so scheiße. Weißt du, was ich meine? Das Samsung von dir, da passen nur 3 Folgen auf der Warte. Ich weiß nicht. Okay, find ich. Okay, ich denke, das heißt, Abend geht noch. Heute Abend geht noch was. Ja? Der ist einfach wie? Warte mal, was ist denn? Warte mal. Brauchst du nicht rumdrücken. Vergiss nicht, einen Maschendrahtzaun zu spannen, sonst schwimmst du zu weit nach aus. Ich weiß ja nicht mal, ob das jetzt hier so funktioniert mit dem Ton her von Headset. Aber müsste eigentlich. Ja, sag doch. Ja. Das war ja noch auf Sky Factory. Wie kommt es da? Recht dunkel. Oh, das ist so. Da schon mal. Jetzt sind wir noch. Jetzt sind wir noch. Aber irgendwie haben wir gerade echt der Pech mit Pokémons, ne? Ja, hier, wie. Ja, ich weiß. Ist irgendwie wirklich nur an 2 Punkten bei uns. Was? Nein. Den habe ich nur im Kürz, damit die Halle nicht so. Das ist ein Kunde. Ja. Hättest du bestimmt locker dich auf eine Tüte setzen können und mitrutschen können. Nee, so schön ist. Nein, jetzt kommt was. Was meinst du? Ja, es gibt. Warte mal, ich übergebe dir mal ganz kurz. Ich hab ihn, gell? Ja. Muss nicht jeder zuhören beim Aufnahme. Keine Pokémon-Store. Jetzt ruhig ein Stück weiter reingehen können. Ha? Aha. Brauch ich nicht. Machen wir lieber Erdbeermarmelade mit Vanille. Ja, aber wofür brauchst du das sonst? Ach so, Bluetooth. Ja, ja, stimmt. Gut machen, ne? Und wo ist hier das Ding zum Reinquatschen? Das war hier oben? Ja, da kann ich nicht mehr. Bluetooth, ne? Nicht erstmal wieder ausstoppen hier. Ich muss jetzt die Lösung haben, Alter. Oder vielleicht ist das jetzt verbunden. Weiß ich nicht. Komm hier ran, du willst Philipp weiter ärgern. Echt astreines Bild, ne? Ja, hast du das richtige Handy, ne? Kannst du einen Hobbyfotograf machen. Hä? Sieht schön aus, die Blume. So auf dem Bild sieht sie nicht mehr so schick aus. Das ist meistens so. Ja, hey. Kommt ja, pass mal auf. Tut mir mal gefallen. Schieß mal noch ein Foto so von hier genau darüber auf die Windböden. So, dass die Berge drauf sind. Weißt du, was ich meine? Ja, genau so. So,
Vor allen Dingen ist es ein bisschen windstill geworden, ne? Ja, würde mir wünschen, dass ein bisschen Wind. Ja, Colin hat sich vorhin geärgert, da konnte er nicht lange baden bei Oma. Wegen dem blöden Wind, weil das ziemlich kalt war, aber jetzt, ne? Ja, ich meine jetzt eher, der Wind ist gerade gar nicht so schlecht wegen der Aufnahme. Ja. Dass er weg ist. Ja, doch, da unten. Nee, meine jetzt hier. Mir gefällt die. Da können wir den Weg aber noch drunter labeln. Na, ich will ja nicht sagen, aber wir haben schon 7:45. Ja, ich gehe doch morgen eh nicht. Schön gesagt. Trotzdem muss es ja nicht so auf Wiedersehen gehen. Ja, ich will dich auch klar. Immer Stream bis 2:30 ist schon ein bisschen extrem. Ja, wenn wir mal einfach mal, sag ich nochmal, Stream machen bis 1. Sind wir schon mal Fortschritt. Oder? Denk mir auch nicht, weil duschen müssen wir sowieso machen. Ja, das machen wir dann gleich mal vor dem Stream am besten. Schatzi, deine Mutter ruft. Warum glaube ich dir das? Ja, wer sich jetzt wundert. Nee, das nicht. Meine Mutter ist auf der Stelle dumme Kuh. Also, mehr kann ich dazu nicht sagen. Mehrfacher Versuch der Kontaktaufnahme und sie immer oder Abbruch. Ich reagiere nicht Abbruch. Ja, oder die reagiert einfach nicht. Das ist mir auch relativ egal. Soll sie in der Hölle schmoren und gut. Hinsetzen wird nicht viel jetzt. Oh. Guck mal. Was hab ich denn für ein Glück? Guck mal, was geht mal denn hier raus? Das hätte ich auch entwickeln können, ne? Die Schlange. Wenn wir jetzt hier runtergehen, gibt es keinen Weg da hoch. Ja, da müssen wir dann irgendwie fällt. Da ist alles voller hier. Ja, ist doch egal, da rennen wir da durch. Nee, da renne ich nicht. Ich bin da früher immer durchgerannt. Ja, du vielleicht, weil du Mutter früher oben ist. Du bestimmt nicht, ne? Aber der Klimaanlage aus, du Arsch. Meiner pfeift auch rückwärts, aber egal. Dann lass mal halt hier ein paar. Lass mal bis zum Waldbeginn und lass schon da hoch. Aber da unten wird erstmal schon wieder gekommen. Ja, aber jetzt haben wir einen Meter. Für die Eier. Ich schon. Ich habe wieder so ein gepunktetes heute gekriegt. Und ich brüte bald das erste gepunktete aus. 33 Minuten geht die Aufnahme jetzt. Dass ich schon mal erst runterziehen muss, um zu sehen, wie weit ich überhaupt noch aufgenommen habe. Bei anderen Aufnahmeprogrammen ist das so, da wird das Spiel aufgenommen und die Stimme und nicht separat, weißt du, also entweder oder. Aber dadurch, dass ich ja in Pokémon Go ja sowieso den Ton aushabe, ist das nicht so schlimm. Ich hab 4 Eier. Ich aktuell 2. Ich könnte auch mehr machen. Ja, jetzt musst du bis noch rennen. Aber genau den hier, diese Boden, die haben sich von mir runtergelassen. Irgendwann, weil da unten, die sehen wir gar nicht mehr. Das ist schon raus ausgekommen. So, dann gucken wir mal. Gehen wir mal. Hier. Bei mir ist ja kein Problem, ich kann ja jederzeit die Stange in den Wind halten. Könnte ich auch, aber das macht man nicht mehr. Also, ich wollte jetzt keine Stange in den Wind halten, ne? Aber. Eine Säule setzen. So. Ja, wenn du eine Stange in den Hals, dann gucke ich dann auch wieder. Ja, dann wärst du nicht mehr hier. Ja, dann wäre ich schon länger abgehauen. Das wäre mir irgendwie ein bisschen zu viel. Darauf freust du echt, bis er dann geht. Du hast so eine Latte oder was? Nee. Noch nicht. Lass mich raten, die Umwandlung ist in Planung, ne? Nein.
Na, Gott sei Dank, du. Dann hätte ich andere, dann würde ich andere Hormone nehmen. Ah, stimmt, du nimmst ja die Rückwärtsgeschichte gerade. Ja, und das nicht mal freiwillig. Ja, aber das muss das YouTube nicht wissen. Das ist eine Ablage für Holz, würde ich mal meinen. Ach, die Blume. Ach so. Die habe ich ja auch im Garten gehabt. Aber, Sonnenblume. Wie heißen die Dinger? Sonnenblume. Sonnenblumen sind die denn? Nee, das ist was Ähnliches. Ein kleiner Fummel. Die Kastanien. Ich würde doch mal mit Kastanien. Hey, ein Vogelbär. Wollen wir Vogelbärlikör machen? Davon gibt es einen Likör. Den Baum gibt es Liköre? Nee, danke. Schmeckt lecker. Also ich sag mal so, wir laufen jetzt gerade bergab. Der Kraut ist da wieder hochzulatschen. Das war so geil. Und umgekehrt hier so hoch. Von unten dann hoch. Boah, ich glaube, Philipp, der Kettler ist echt ein Anfall, wenn man das immer mehr sieht. Guck mal, die kleine Bude ist doch hier eingezeichnet. Ach so? Ja, ja. Jo. Was war das? Was hast du gesagt? Das war früher mal das Wasserverteilerhäuschen. Das was? Das Wasserverteilerhäuschen. Ja, ne? Irgendwie sowas war das doch. Jo. Und von uns oben kommt das Wasser hier runtergebrettert und von dort aus wurde es eigentlich meine Stadt verteilt. Das macht sich natürlich gut. Überleg mal, wie weit oben das ist und wie weit unten das ist. Da kommt erstmal echt Karacho drauf. Da ist dann auch Druck in der Leitung. Überleg nicht, das zum Haus umzubauen. Das ist mir zu klein. Nee, guck mal. Das ist eh nicht das Geld dafür. Es geht doch einfach darum, dass es einfach erstens zu klein und zweitens viel zu viel daraus was Größeres zu machen und so einfach eine Baugenehmigung zu kriegen. Da habe ich keinen Bedarf dafür. Ich würde eigentlich fast sagen, Pokémon kann so passieren, weil ich immer nicht komme. Ja. Ja, wenn ein Pokémon kommt, dann mach ich einfach auch mal an. Ganz einfach, oder? Ja, kannst ja dann zusammen schnitzeln. Ja, klar. Für was habe ich schon meine Schneidprogramme, ne? Na, okay. Dann machen wir halt hier mal einen Cut, ne? Also, wir melden uns mal ganz kurz zurück. Hast du ein Pokémon? Nee. Ich will mal hier rein. Ja, mach doch. Bei uns sieht es gerade aktuell so aus. Ich gehe da nicht rein. Dann betreten auf eigene Gefahr. Warum denn nicht? Oder Boden. Oder Boden. Sieht aber aus, als wäre das richtig geiles Gegend. Ne? Ja, das sind so Afrecker, weißt du? Ja. Ja. Mit 10 gegen Anfang. Und ich habe sogar gerade ein Ei. Geil. Warte, guck mal einfach kurz in das Ei. Dann spreche ich mal. Ach Gott. Aber weiß ich wohl nichts. Ich spreche ja wirklich. Weiß ich erst, was Scheiß kommt. Ja. Doof, dass das privat ist hier. Aber egal. Ja. Also, wie es ausschaut, wird sich unser Weg noch ein ganzes Stückchen ziehen. Du bist irgendwo darüber. Und wir sind jetzt gerade in die gegensätzliche Richtung unterwegs. Die Idee war doch ein bisschen doof von mir. Aber egal. Also, dieser Weg, kann ich schon mal sagen, ist nicht zu kalt. Ne, da hat er schon von früh schon bei seinem Transport, also schon mit Fahrrad. So. Also wir müssen mal gucken, wie weit wir noch kommen werden, bevor wir umgehen. Ja. Also wenn keine Folgen mehr erscheinen, wisst ihr Bescheid, wir sind umgekippt. Wir sind verschollen. Ja. Im Getreideweg, im Getreide. Ich glaube, das ist Gerste. Ja, dann halt Gerste, ja. Fällt. Geh mal googeln, guck mal, was das ist. Kennst du die? Wenn die fertig sind, ne, beschieße ich dich damit. Die machen Puff hier. Diese. Ach, das sind alle Erbsen. Ach, genau. Ja, und so ein Schrauch ging es doch. Boah, hier muss ich nicht mit Auto fahren. Knallerbsenschrauch. In the morning. Ja, Moschendrahtzaun in the morning und Knallerbsenschrauch. Ach Gott, wer kennt denn das Lied nicht mehr? Ah, war ein toller Ohrwurm da. Das ist genauso wie Gimme Gimme Mogun. Gimme Gimme. Oder Gimme Gimme Mogun. Auf Hebel für freies Geflügel. So wie das war.
Hab ich ein Geschenk gekriegt? Ja, von Schatzi. Ja, ich schicke dir auch mal was. Wow. Hat sich ja beschwert, dass ich keine schicke. Obwohl ich eigentlich jeden Tag einziehe, wenn ich dran denke. Wow. Eins. Und zwar zwei gelbe Bälle. Ja, immerhin, hast du mal was Besseres als vorher. So, na gut. Wie ihr seht auf meiner Karte, wir begeben uns gleich in Freiwild. Denn wir haben gleich keinen Weg mehr. Ah, das sieht echt aus. Ja, aber laut Navi ist der Weg. Nee, das ist der Weg. Das sind wir über den Heimatgarten. Oder hier drüben. Ja. Ach, keine Ahnung. Ich habe jetzt die Bock auf private Grundstücke einzugreifen. Irgendwann mal Großvater, jetzt nicht. Geh suchen uns an. Bitz, komm raus, du bist und fängt mir aus. Geht nicht, ist klein. Ach ja. Die ist so versächtig gut gemäht. Was war ein geiler Weg. Die geht so nochmal rein. Mann, haben das hier gerne ausgesucht. Na ja, gut, müssen wir mal gucken, wollen wir hier. Das sieht richtig schick aus. Ja. Die haben sich da was einfallen lassen. Wollen wir hier lang gleich schon am Rand? So. Das ist auch da drin, ne? Jo, das sieht doch wie cool aus. Ja. Jo. Wenn ihr wisst, was wir gerade sehen. Ich müsste eigentlich ein Bild machen und das bei Twitter posten. Ja, aber das sieht cool aus. Ja, manche Leute haben halt das Geld und die Zeit. Gut, wir haben die Zeit, aber wir haben nicht das Geld. Das ist schon echt scheiße, ne? Ich schalte entweder an das eine oder an das andere. Beides zusammen werden wir nie auf der Reihe kriegen. Wir werden das schon überleben. Was war jetzt? Vogel. Ah, dein Vogel ist zurückgekehrt. Schön. Oh, schon wieder? Muss ich nicht mal ein Netz spannen. Man sieht, wir laufen schon lange nicht mehr auf dem Weg rum. Boah, der schlau ist, ne? Vor allen Dingen, überlegt ihr mal, hier ist ein Garten gut abgezäunt. Sehst du, wie schnell man den Kamera kann? Aber egal. Die kannst du nicht. Wenn du die frisst, dann kannst du dich da eigentlich verletzen. Welche, die nicht essbar sind? Nein, die sind groß. Die gelben Bücher sind auch noch im Garten. Upsala! Da geht's endlich noch weiter und da ist nicht mal abgesperrt. Das will mir sicher ein Frosch sein. Hast du gehört? Dann geht's noch ein Stück weiter. Hinten noch ein Stück weiter. Also wir finden gleich wieder die Straße. Ja, oder Weg. Was für scheißegal was das ist. Aber wie es aussieht, haben wir so schnell hier kein Weg in der Nähe, ne? Ja, Mai, bin ich in Thüringen oder was? Ich glaube, wir müssen gleich nochmal einen Klenker darüber fällen. Nein, da ist Absperrung. Na gut, kannst du aber so lang kommen. Ich muss nicht runterpissen. Reicht mir. Der Kabel teuer ist. Ich spare mir den Text, muss nicht alles sagen. Oh ja, da schießt mich schon los. Ich hatte eigentlich nichts mit, weil ich dachte, ich brauche es nicht. Ja, aber ja, so vor eigentlich. Ich war schon runter, ich dachte wieder hoch. Aber gestern haben wir es ausgemacht. Das war ja auch für gestern. Nein, ich habe gesagt, das können wir morgen machen. Ach so, stimmt, ja. Ach, egal. Bloß gut, ich habe meine Kackmühle rum hier fahren. Also doch? Ja, ich hab mir gedacht, ich muss ihn noch dann eh neu starten. Dann kann ich ihn auch gleich runterfahren. Guck mal. Ich sehe da vorne einen Weg zur Zivilisation. Ey, ich hab hier vergessen, wie das Netz, ne? Guck mal, da ist ein Tandbike.
entstehen doch. Ja, okay. Dann werde ich jetzt nochmal einen Cut reinschieben. Bis wieder was kommt. Oder bis wieder mal interessant wird. Wie soll ich das jetzt? Ei, das war ja eher jetzt ungeplantes Ei, aber okay. Super. Das war echt super. Ich starte die Aufnahme und 30 Sekunden später schlüpft ein Ei. Lass mir nach. Was? Mach doch, wie sieht's doch echt jedes aus. Das hat mir sicher halt auch mein Mikro aufgenommen. Hinten raus, Sommermensch. Meine Fresse. Ja. Ja, wenn ich mich jetzt ausbessere, will ich nicht mehr wohl mit dem Mikro. Obwohl ich gerade nur im Hals wieder. Das ist ja so nicht. Das ist ja gedacht. Wenn ihr eher wieder runter zur Zivilisation kommen? Nee. Da soll angeblich Ende sein. Ja, das sehe ich auch, ja. Kannst du für den reinlaufen, dann ist Schluss, ne? Egal. Wir werden jetzt erst einmal die Aufnahme besiegeln, wie man sieht, auf meiner Liste. Ich habe gar keinen Bock, in der Nähe. Muss man bedenken, wir wohnen jetzt, also ich wohne jetzt 8 Jahre hier. Ich kenne diese Gegend nicht. Ja, und ich seit 3 Jahren und kenne sie auch nicht. Fast 4. Ja, fast 4 Stunden. Hey, ist Quatsch. Doch, ist 3 Jahre. Nee, fast 4. Haben wir letztes Jahr schon mal. 2015 hergekommen. 16, 17, 18. Stimmt. Sind es fast 3 Jahre. Aber es, ach ja, wir haben uns ja diskutiert wegen Silvester. Wie viel Silvester? Das wäre dann das 4. dieses Jahr. Ach, was soll's. So. Ich jetzt gar nicht mehr aus dem Sprung komme. Ich werde jetzt die Aufnahme endlich mal beenden. Und wenn wieder was Spannendes ist, halt wieder dazu. Also wir melden uns mal ganz kurz zurück. Hast du einen Bogen? Nee. Ich will nicht rein. Ja, mach doch. Bei uns sieht es gerade aktuell so aus. Wir betreten auf eigene Gefahr. Warum denn nicht? Ja, Boden. Oder Boden. Sieht aber aus, als wäre das richtig geiles Gegend. Ja, das sind so Abschrecker, weißt du? Ach, ja, ja. Mit 10 gegen einen Anfall. Und ich habe sogar gerade ein Ei. Geil. Warte, guck mal kurz in das Ei. Dann spreche ich weiter. Ach Gott. Aber es ist wohl Pilz, nicht persönlich. Weiß ich, erst mal Scheiß kommt hier. Doof, dass das privat ist hier. Aber egal. Ja, also wie es ausschaut, wird sich unser Weg noch ein ganzes Stückchen ziehen. Wir müssen irgendwo darüber. Und wir sind jetzt gerade in die gegensätzliche Richtung unterwegs. Die Idee war doch ein bisschen doof von mir. Aber egal. Also dieser Weg, kann ich schon mal sagen, ist nicht für Colin. Ne, der hat ja schon von früh, schon bei seinen Schwarz gefunden, also schon mit Fahrrad. So. Also wir müssen mal gucken, wie weit wir noch kommen, der hat ihn vor mir umkippen. Ja. Also wenn keine Folgen mehr erscheinen, wisst ihr Bescheid, wir sind umgekippt. Wir sind verschollen. Ja. Im Getreideweg, im Getreide. Ich glaube, das ist Gerste. Ja, dann halt Gerste, ja. Zeit. Geh mal googeln, such mal, was das ist. Kennst du die? Wenn die fertig sind, ne, beschieße ich dich damit. Die machen Puff hier. Ach, das sind alle Erbsen. Genau. Und so ein Schrauch ging's doch. Boah, hier, also hier muss ich nicht mit dem Auge fahren. Knallerbsenschrauben. In the morning. Mochendrahtzaun in the morning unter Knallerbsenschrauben. Ach Gott, wer kennt denn das Lied nicht mehr? Mein voller Ohrwurm. Das ist genauso wie Gimme Gimme Mohun. Gimme Gimme. Oder Gimme Gimme Mohun. Als Hebel für freies Geflügel. So wie das war. Ja, habe ich ein Geschenk gekriegt? Ja, ich schick dir auch mal was. Wow. Hat sich ja beschwert, dass ich keine schicke. Aber ich eigentlich jeden Tag einzige, wenn ich dran denke. Wow. Eins. Und zwar 2 gelbe Bälle. Ja, immerhin, hast du mal was Besseres als vorher. So, na gut, wie ihr seht auf meiner Karte, wir begeben uns gleich in Freiwild, denn wir haben gleich keinen Weg mehr. Ja, das sieht auch da wieder noch aus. Ja, aber laut Navi ist der Weg. Ach ne, hier ist der Weg. Guck mal, hier ist wie kommt man da hin? Bestimmt über den anderen Garten oder hier drüber. Ja. Ach, keine Ahnung. Ich habe jetzt keinen Bock auf private Grundstücke einzubrechen. Nee.
Irgendwann mal, ich mal Lust habe, aber jetzt nicht. Hier suchen wir uns an. Bitz, komm raus, du bist umzingelt. Geht nicht, es klemmt. Ach aber ja. Hier ist keine Frage, oder? Doch, davon. Wollte ich sagen. Hier ist so versächtig gut gemäht. Guck mal. Ha? Was für ein geiler Weg. Hier geht's auch noch mal rein. Mhm. Mann, haben die sich hier gerne rausgesucht. Ja, gut, jetzt muss man mal gucken, weil man hier. Ja, das sieht richtig schick aus hier. Ja. Die haben sich da was einfallen lassen. Wollen wir hier lang schon am Rand? Ja. Mhm. Ja. Ist aber auch Garten, ne? Ja, wir sind ja nicht auf dem Grundstück, wir sind ja hier. Ja, aber es sieht irgendwie cool aus hier. Das sieht schick aus hier, volle Kanne. Ja. Ich möchte auch haben. Ja. Wenn ihr wüsstet, was wir gerade sehen. Ich müsste eigentlich ein Bild machen und das bei Twitter posten. Nee, das kann ich nicht. Ja, aber das sieht cool aus. Okay. Ja. Manche Leute haben halt das Geld und die Zeit. Gut, wir haben die Zeit, aber wir haben nicht das Geld. Das ist schon echt scheiße, ne? Ich halte entweder an das eine oder an das andere. Beides zusammen werden wir nie auf der Reihe kriegen. Ja. Wir werden das schon überleben. Was war denn jetzt? Vogel! Schrecken! Ah, dein Vogel ist zurückgekehrt. Schön. Nein, der ist gerade abgehauen. Ach, schon wieder? Konntest du nicht mal ein Netz spannen? Man sieht, wir laufen schon lange nicht mehr auf dem Weg rum. Aber hier ist ein kleiner Trampelpfad. Joa. Wer schlau ist, ne? Vor allen Dingen, überleg dir mal, hier ist ein Garten nicht abgezäunt. Ich denke, wie schnell man den kapern kann. Aber egal. Ob man sowas essen kann? Nee, ne? Ne, die kannst du nicht essen. Wenn du die frisst, dann kannst du dich gleich einliefern lassen. Ich weiß ja nicht, was das ist. Welche, die nicht essbar sind. Ja, diese gelben Blüten hat auch genug im Garten. Huchsala. Und hier ist ein Ende im Gelände. Ja, da geht es hinten noch weiter und da ist nicht mal abgesperrt. Das wird mit Sicherheit ein Frosch sein. Hast du gehört? Ja. Dann geht es noch ein Stück weiter. Hm? Hinten haben wir ein Stück reinlaufen. Ja. Also wir finden gleich wieder die Straße. Was man so Straße nennen kann? Ja, oder Weg. Ist mit, ach, ist mit Weg. So was von scheißegal, was das ist. Aber wie es aussieht, haben wir so schnell hier keinen Weg in der Nähe. Ne? Nee, wir müssen nämlich hier lang. Ja, wir sind von da unten gekommen. Ja, Mai, bin ich in Thüringen oder was? Ich glaube, wir müssen gleich nochmal einen Schlenker darüber aufs Feld machen. Musst du wieder pissen? Nein, da ist Absperrung. Jawohl, kannst du doch vor lang rennen. Ich muss nicht wieder pissen. Das reicht mir. Mir krabbelt. Ich spare mir den Text, muss nicht alles hören. Was zu trinken, hätte ich gerne. Oh ja, da schießt mich an, du. Ich hatte eigentlich nichts mitgenommen, weil ich dachte, ich brauch's nicht. Ja, wir brauchen's nicht. Aber wir hätten ja eigentlich vor, einen längeren Weg zu gehen. Ja, so vor eigentlich nicht. Ich wollte schon runter in der Stadt wieder hoch. Aber gestern haben wir es ausgemacht. Das war ja auch für gestern gedacht. Nein, da habe ich gesagt, das können wir morgen machen. Ach so, stimmt, ja. Ach, egal. Bloß gut, ich habe meine Kackmühle runtergefahren. Hast du doch gemacht? Ja, ich habe mir gedacht, ich muss ihn noch dann eh neu starten. Hm. Dann kann ich ihn auch gleich runterfahren. Oh, guck mal, ich sehe da vorne einen Weg zur Zivilisation. Mhm. Hey, ich habe hier verblüffend gutes Netz, ne? Ja, ich auch. Guck mal, da ist ein Tannenwald. Entstehender. Ja. Ja, okay. Dann werde ich jetzt nochmal einen Cut reinschieben. Bis wieder was kommt. Oder bis wieder mal interessant wird. Wie sage ich das mit meinem Ei? Das war ja eher jetzt eher ungeplantes Ei, aber okay. Zufall. Ja, das war echt Zufall. Ich starte die Aufnahme und 30 Sekunden später schlüpft ein Ei. Jawohl. Lass mir nach. Was? Macht doch, hier sieht sich doch eh das auch. Also hast du das doch gehört. Das hat mir sicher auch mein Mikro aufgenommen. Titten raus, Sommermensch. Meine Fresse. Ach ja. Ja, wenn ich mich jetzt ausblättere, will ich nicht mehr wohin mit dem Mikro. Obwohl, das kann ich mir um den Hals wickeln. So schlimm ist das ja so nicht. Dafür ist es ja gedacht.
Ob wir eher wieder runter zur Zivilisation kommen? Nee. Da soll angeblich Ende sein. Ja, das sehe ich auch, ja. Kannst du für den reinlaufen, dann ist Schluss, ne? Ey, geht schon weiter als 5 Meter. Egal. Wir werden jetzt erst einmal die Aufnahme besiegeln. Wie man sieht, auf meiner Liste. Ich habe gar kein Pokémon in der Nähe. Muss man bedenken. Wir wohnen jetzt, also ich wohne jetzt 8 Jahre hier. Ich kenne diese Gegend nicht. Ja, und ich seit 3 Jahren und kenne sie auch nicht. Fast 4. Ja, fast 4 Stunden. Hey, nee, ist Quatsch. Doch, ist fast 3 Jahre. Nee, fast 4. Haben wir letztes Jahr schon mal. Ich bin 2015 hergekommen. 16, 17, 18. Stimmt. Sind es fast 3 Jahre. Aber es, ach ja, wir haben uns ja diskutiert wegen Silvester. Wie viel Silvester? Das wäre dann das 4. dieses Jahr. Ach, was soll's. So. Wenn ich jetzt gar nicht mehr aus dem Schwung komme, ich werde jetzt die Aufnahme endlich mal beenden. Und wenn wieder was Spannendes ist, schalten wir wieder zu.